Etwa 100 Jahre alt ist diese Blutbuche im Bökers Park, aber der Hintergrund, die Ausführungen deuten schon darauf hin, dass sie seit vielen Jahren krank ist. Jetzt ist aber todkrank. Wir kennen diesen Baum wie letztendlich alle städtischen Bäume seit vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten, sehr genau. Wissen, dass dieser Baum eben verschiedene sogenannte verdächtige Umstände mit sich trägt. Wir haben über die letzten Jahre sogar diverse Gutachten von anerkannten Baumsachverständigen zu diesem Baum anfertigen lassen. Bereits vor 20 Jahren wurden Kronensicherungsmaßnahmen erster Art durchgeführt. Es wurden Kronenkürzungen vorgenommen, einfach um Lasten des Baumes durch Wind und Statik zu minimieren. Ganz oben sind ein paar Seile eingezogen worden. Das ist die Kronensicherung, um eben Äste ein Stück weit dort zu verspannen und zu halten. Seit einigen Jahren wissen wir, dass der Baum zusätzlich von einem gravierenden, holzzerstörenden Pilz eben befallen ist, von dem Riesenporling, der eben ein weiterer verdächtiger Umstand ist und darauf hindeutet, dass eben gepaart mit der anscheinend sehr geminderten Vitalität dieses Baumes der Baum auch nicht mehr zu retten ist. Und der Riesenporling, der ist nicht zu bekämpfen? Pilze können wir im Grunde sowieso gar nicht bekämpfen. Wir sind umgeben von Pilzsporen im gesamten Leben, ob uns das gefällt oder nicht. Bekämpfen können wir den nicht. Und die Auswirkungen, jetzt Wurzelzerstörungen, Haltewurzeln sind massiv angegriffen. Da kann man sowieso nichts mehr unternehmen. Und in Kopfhöhe, haben wir jetzt eben gesehen, kommt aus einem Teil des Baumes der Pilz ja schon raus. Also insofern hat er den Stamm ein bisschen erobert. Von der Wurzelseite, die Wirkung ist sozusagen schon Stamm aufwärts erfolgt und das ist ein gravierender Hinweis, den wir ernst genommen haben und ernst nehmen werden und letztendlich leider Gottes zur Beseitigung, zur Fällung dieses Baumes führen wird. Das heißt, die Tage sind gezählt? Es ist an und für sich traurig und schade, dass wir den Baum fällen lassen müssen, aber er ist so krank mit Pilz befallen, dass er eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Und ich denke mal, wir wollen ja nicht, dass der Baum umkippt und hier jemand verletzt. Aber es wird auch für eine Nachpflanzung gesorgt. Insofern bleibt die Stelle nicht kahl. Was kommt dann hier hin? Wir setzen uns dafür ein, möglichst in diesem Jahr eine möglichst repräsentative Ersatzpflanzung hinzubekommen. Ob das tatsächlich wieder eine Buche sein wird, sei dahingestellt. Da sind wir im Gespräch mit dem städtischen Umweltamt, mit der Naturschutzbehörde. Aber es soll auf jeden Fall ein Baum sein, der hier diesen Bereich weiterhin beleben und aufwerten wird. Also repräsentativ heißt kein Heister? Kein Heister, ein möglichst großer Baum.